Also ihr beiden, ihr seid ja heute keine Gäste, sondern ihr dürft heute meine Aufgaben übernehmen. Und zwar, jetzt kommt die Liste. Hast du eine Liste geschrieben? Eine Liste. Da bin ich ja gespannt. So, Küche, Spülmaschine ein- und ausräumen, ist ganz normal. Dann kochen, auch durchsaugen, ganz normal. Eine endlos lange Liste an Hausarbeiten wartet auf die beiden kinderlosen Männer mit eigener Haushaltshilfe. Und als Highlight wünscht sich Lucy frisch geputzte Fenster. Ich putze deine Fenster, ich sag mal, bist du bescheuert? Du hast Kartons zerrissen und sogar zwei Leistungs- und Kosmetikprodukte für 400 Euro gekriegt und ich kriege von dir gar nichts. Sag mal ganz ehrlich, ne? Nee. Jetzt reicht mir das. Ist okay. Wir haben damit gerechnet, dass das kommt. Ja, dann, wenn dir das Spaß macht, dann mach das doch bitte. Mit deiner Mach ich mir das so. Jeden Tag, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Ja, dann mach das doch weiter. Noch mehr Kinder. Ja, aber Sebastian, letztes Mal waren wir bei euch, da habt ihr uns das gesagt. Und ich habe, Entschuldigung, gesagt, macht ihr das, wie ihr das denkt. Keine Chance. Lucy und Tabea kommen nicht an Sebastian ran. Gemacht werden muss die Arbeit aber trotzdem. Und weil die alleinerziehenden Mütter keine Unmenschen sind, überlassen sie den Hinzes nur 7 ihrer insgesamt 9 Kinder. Schatzi, wir müssen uns jetzt mal organisieren. Ich putze keine Fenster, das kannst du sofort. Das ist total easy. Sie macht es nur mit dem Lappen. Ich mach das nicht. Dann mache ich das. Ich passe auf die Kinder auf. Du machst die Hausaufgabe. Ja. Gut, so. Gesagt, getan. Mit vereinten Kräften wird aufgeräumt, gewischt und geputzt. Selbst Sebastian überwindet sich irgendwann und hilft mit. Mehr oder weniger. Inzwischen ist es Mittag. Andreas hat Nudeln mit Hähnchen und Gemüse gekocht. Weil das Wohnzimmer zum Essen für 2 Erwachsene und 7 Kinder zu klein ist, essen er, Emily und Julissa in der Küche. Wie ist das denn für euch mit so vielen? Weil ihr seid ja manchmal wirklich 9, ne? Ja. Sie hat 4 Geschwister, ich habe 3 Geschwister. Genau, aber ihr seid ja auch viel zusammen. Und bald habe ich 5 Geschwister. Denn Mama Lucy ist von ihrem neuen Freund mit Kind Nummer 6 schwanger. Inzwischen ist immerhin klar, dass es keine Zwillinge oder Drillinge werden. Da ist was unterwegs, ne? Das schlimmste Erlebnis überhaupt. Das was? Das Schlimmste. Echt? Ja. Hast du Horror davor? Ja. Wovor denn? Vor der Schreierei wie dein kleines Kind oder ja, wie? Weil Zeit wird diesen Monat 2 und wenn das Kind kommt, ist es noch ein Baby. Und seitdem ist auch klein, dann ist so viel Geschrei. Hat mich gerade gewundert, ihre Reaktion. Das schlimmste Erlebnis überhaupt. Und das hat mich gerade ein bisschen geschockt eigentlich. Ja, ich finde, das schockt nicht nur, das berührt mich richtig. Ja, da denke ich, irgendwas ja, also sie sitzt hat da auch, ganz tief sie drin. Sie hat da auch nie irgendwas zu gesagt. Ja, aber das wird sie dir auch nicht sagen. Nein, siehst du, dann sitze ich da völlig nee, ich von hatte außen. Ja mal dieses Thema mit den Kindern gehabt. Weil ich hatte denen ja gesagt, hier, wir möchten halt noch ein Kind, was haltet ihr davon? Und dann haben die alle gesagt, ja, es ist okay, wir freuen uns darüber, wenn das klappt. Und jetzt sehe ich gerade das, also das, ne? Nächster Tagesordnungspunkt nach dem Mittagessen, gemeinsames Spielen. Nee, bewegt. Wir alle haben sich alle bewegt. Und dabei haben offenbar nicht nur die Kinder viel Spaß. So. Spielt ihr oft miteinander? Warum spielt ihr denn nicht zusammen? Weil entweder einer von uns schummelt oder entweder unser kleiner Bruder kommt und macht alles kaputt. Wo ist denn der kleine Bruder, der schläft? Ne? Ja. Ja, aber wenn der schläft, kann der ja doch spielen. Aber meistens also logischerweise, weißt du, in einer solchen Familie, ne? Dann ihr sollt euch alle unterstützen. Und so wie ich das sehe, dann jeder kämpft wegen anderer. Und das geht nicht. Für Sebastian ist Familienzusammenhalt sehr wichtig. Und diese Botschaft scheint bei den Kids anzukommen. Denn zumindest heute vertragen sich alle. Hallo! Hallo! Oh, hi. Hey. Na? Na? Wie war's? Gut. Ja? Wir sind noch am Spielen. Ja, sehen wir.
Ihr wollt noch spielen? Ja. Ich glaube schon, die denken beide, dass der Haushalt um Kinder nicht so schwer ist. Aber das liegt auch damit zusammen, die Kinder haben sich nicht von der richtigen Seite gezeigt, wenn die mit Mama oder mit Papa alleine wären, wenn die die Sau rauslassen. Ne? Tschüss. Tschüss. Schönen Tag. Tschüss. Schatz, kannst du dir das vorstellen, jeden Tag so viele Kinder, so ein Leben? Nein. Ich auch nicht. Boah. Die sind echt süß, aber ich bin echt am Arsch. Nach 4,5 Stunden sind Andreas und Sebastian froh, wieder in ihre Luxuswelt in Hamburg zurückzukehren. Dennoch, die Kids von Lucy und Tabea haben sie heute ins Herz geschlossen. Und genau deshalb steht eine Woche später eine Überraschung an. Das Experiment Zwei Familien, Zwei Welten soll den Bauers eine Möglichkeit eröffnen, die sie sich selbst nur schwer finanziell leisten könnten. Ihr Lieben, heute haben wir eine Überraschung für euch vorbereitet. Eine Bitte, damit es wirklich eine Überraschung wird, setzt die Augenmasken auf, wenn der Fahrer euch dazu auffordert. Der Wagen wartet schon. Augenmasken? Ein Blind Date, das sehr aufwühlend wird. Aber das ahnt die Truppe an diesem Morgen noch nicht. Über das Ziel darf trotzdem spekuliert werden. Denn nur die Kids ab 7 Jahren dürfen mit. Das sind Felicia, Jamal, Elias sowie Julisa und Emily. Also wenn es ein Freizeitpark wäre, wäre es schon was Besonderes und es wäre auf jeden Fall ein tolles Highlight. Ja, weil die Kinder sich schon sowas wünschen, ne? Also, und das auch nicht unbedingt gleich so machbar ist, ne? Nee, das ist ja, also mit meinen 4 Kindern zahle ich ja schon fast über 200 Euro Eintritt. Und mit 200 Euro kann Tabea ihre 5-köpfige Familie 10 Tage lang ernähren. Mit 2 Bussen geht's heute also Richtung Unbekannt. Und während die Augenbinden für ungewohnte Ruhe in der Reisegruppe sorgen, warten Sebastian und Andreas bereits vor Ort. Also wir erwarten heute, dass wir ganz viel Spaß mit den Kitties haben, dass sie sich freuen, dass sie mit uns Karussell fahren. Essen gehen, Eis fressen ohne Ende, Schokolade pur und alles Mögliche machen, was man überhaupt nicht macht. Und deswegen erwarte ich heute viel Spaß und viel Dankbarkeit. Denn es geht tatsächlich in einen Freizeitpark. Aber ob das allein Spaß und Dankbarkeit mit sich bringt, wird sich noch zeigen. 42 Euro kostet der Eintritt für Erwachsene, 39 für Kinder. Macht heute stolze 363 Euro für alle zusammen. Dafür müssten Lucy und Tabea mehrere Monate sparen. Jetzt könnt ihr die Masken abnehmen. Ich gehe ins Riesen. Freut ihr euch oder nicht? Euer Gesichter waren mich überhaupt nicht freundlich. Kann ihr mir zumindest zeigen, dass ihr euch freut? Ja! 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 Na bitte, geht doch. Aber am meisten freut sich gerade Sebastian. Selbst seine Berührungsangst gegenüber Lucys und Tabeas Kindern ist wie weggeblasen. Doch bei 9 Personen im Alter zwischen 7 und 55 Jahren ist es gar nicht so einfach, sich auf ein Fahrgeschäft zu einigen. Das Problem ist ja ein bisschen, dass nur einer über 12 ist. Also so diese großen Fahrgeschäfte können wir nur mit ihm machen. Und der macht mit? Klar macht er mit. Ich bin noch dabei, Tabea zu überreden. Lucy darf ja leider nicht. Auch so wäre ich nicht gefahren. Auch so wärst du nicht Nein. gefahren. Also wären wir dann zu viert bei den Großen. Nach kurzer Diskussion einigt sich die Gruppe auf das Mountain Rafting. Denn da dürfen alle mitfahren. Dennoch gibt es einen, der schmollt. Ja, ich will 2 Achterbahnen fahren. Der Große, der und noch ein. 3 Achterbahnen, das war's doch. Also geht es gar nicht darum, dass die Kinder Freude haben? Ich möchte auch Freude haben. Ich habe mich so drauf gefreut. Alter, hat mich das erschrocken. Doch ganz selbstlos fährt Sebastian dann doch eine Runde Wildwasserboot. Und hat sogar ein bisschen Spaß dabei.
Alter. Und weil frische Luft hungrig macht, gibt's danach was für den Magen. 9-mal Chicken Nuggets mit Pommes und Getränk. Plus Eis ohne Ende. Macht bei 4 Erwachsenen und 5 Kindern den Wocheneinkauf von Tabea. Alter, ich bin gerade geschockt. Der hat gerade 9-mal Chicken mit Nuggets und Pommes und ein Softgetränk bestellt für 93,50 €. Hä? Okay. Wäre das bei euch nicht drin, sag mal ganz ehrlich? Nein, das wäre nicht drin, überhaupt nicht. Ganz vergessen. Mit vollem Bauch geht's dann endlich zu Sebastians lang ersehnter Achterbahnfahrt. Aber irgendwie hat außer Ehemann Andreas keiner mehr Lust. Zu groß ist die Angst. Da passiert nichts. So, wo ist dieses Eingang? Da gehen wir jetzt hin, schön machen wir schöne Sachen. Guck mal, du sitzt doch hier mit Andreas und ich sitze mit Tabea hier. Oh Gott! Sebastian, ich krieg die Krise gleich, ey, ganz ehrlich. Das ärgert mich, dass wir Soltau machen. Und ich verstehe das nicht, dass sie alle Angst haben und Schiss. Ich verstehe das nicht, dass sie geht einmal nur hoch und dann ist immer unter. Es wird nicht über Kopf, es macht nichts. Das ist doch geil. Ich war noch nie höher als eine Leiter und ich habe echt Angst davor. Ich bin aber das ist doch normal, das ist doch gar nicht, du sitzt Sebastian, da, ja, das ist für dich normal. So, okay. Pass mal auf, wir fahren gleich nach Hause. Wir machen nichts für die Kinder, wir fahren nach Hause. Wir machen das jetzt. Und Sebastian hat alles schlecht gemacht. Nur weil es nicht nach Sebastian seinem Kopf geht und nach seiner Meinung, sind gleich alle wieder scheiße. Man kann es doch ganz ehrlich sagen, Sebastian ist selber scheiße. Dann soll er zurück in den Kindergarten, ich gebe ihm ein bisschen Babyspielzeug, eine Rassel und einen Schnuller, Pampers von Arsch und dann hat sich das. Wenn ich Leute einlade, möchte ich mit den Leuten fahren. Nicht Schiss fressen kann ich irgendwo auch gehen. Ich muss nicht zum Soltau fahren für Tausende von Euro. Miese Stimmung an der Achterbahn. Mit seinem Verhalten hat Sebastian es geschafft, die Annäherungen zwischen den zwei Welten mit einem Schlag zu zerstören. Wir waren nicht mit 5 Kindern da, sondern Sebastian war das 6. Kind. Also ich war diesen Tag wirklich richtig genervt gewesen, weil du wirklich nur am Rummeckern warst. Weil ich weiß mittlerweile, okay, du bist halt wie ein Kind, aber man muss halt auch andere Personen verstehen, die halt auch Höhenangst haben, oder? Mein Gott, ich habe mich wirklich so drauf gefreut auf dieses Tag, weil ich habe gesagt, pass mal auf, wir sind erwachsene alte Säcke. Wenn wir dahin fahren, dann machen wir einfach tolle Geschichte, fahren wir überall, so hoch wie möglich und so wie weit und so fort. Und dachte ich wirklich, dass die Kinder eignen sich. Andreas beweist dann, dass mit Verständnis und Geduld eine gemeinsame Achterbahnfahrt mit den ängstlichen Kindern doch möglich ist. Felicia! Ja? Wie geht's dir da hinten? Gut. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Ziehvater hier. Keine Mami dabei. Jetzt geht's ab.